Und es gibt mehr Highlights aus dem Land des Hermann, live vom Caravansalon 2022 in Düsseldorf. Naturschutz-Großprojekt Senne, lieber Günther, das erste Thema, was wir uns genauer angucken wollen. Was genau verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich ein großes Gebiet im ländlichen Raum, was wir gemeinsam mit der Landesregierung Nordrhein-Westfalens erworben haben, um dort die Bewirtschaftung des Waldes ein wenig zu verändern. Nutzwald, der dort früher war, ist nicht mehr da. Das, was dort neu entsteht, wird bestimmt durch die Tatsache, dass wir dort Tiere leben lassen, die das aufessen, was dann dort nicht mehr wächst. Und damit wächst dort alles so frei, wie es dahin gehört. Nämlich die Pflanzen, die dort überleben können, wachsen dann neu. Und das gehört auch zu den Bäumen. Und die Tiere, das sind die Highland-Rinder. Bist du denen schon begegnet, Ewald, bei deinen Touren rund um Oerlinghausen? Ich bin solchen Rindern schon begegnet, aber ich bin noch nicht im Naturschutz-Großprojekt gewesen. Aber ich finde das eine wunderbare Idee, weil wir verändern so viel in der Landschaftsnutzung und in der Natur, was uns auf den falschen Weg gebracht hat. Und die Natur selber mit den Tieren, mit allem, was dazugehört, kann in die alten Kreisläufe wieder eintreten und sich selbst regenerieren und degradierte Landschaften und auch Waldböden wieder regenerieren. Und das ist ein wunderbares Projekt. Wunderbar. Und wie es genau da aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Denn ich war unterwegs zusammen mit Landrat Lehmann, LL sozusagen, im Naturschutz-Großprojekt Senne. Schaut mal. Die Ansiedlung der schottischen Hochlandrinder ist Teil des Naturschutz-Großprojekts Senne, das seit einigen Jahren im Süden Oerlinghausens Wirklichkeit geworden ist. Und die Population wächst weiter. Die Tiere vermehren sich jetzt ja auch hier. Gibt es jetzt irgendwo eine Obergrenze, wo Sie sagen, da müssen wir dann Schluss machen? Oder lassen Sie es jetzt laufen mit der Vermehrung? Also die Reproduktion läuft hier kontrolliert. Das heißt, wir haben noch eine separate Koppel, wo der Deckbulle steht. Das heißt, wir können jedes Jahr die Kühe, die wir decken lassen wollen, zu dem Bullen rüberbringen. Und danach kommen sie wieder hierher. Unzählige Tiere und Pflanzen leben in dieser einmaligen Landschaft. Unter anderem auch Exmoor-Ponys. Das Naturschutz-Großprojekt Senne ist bundesweit bedeutsam und zeigt, wie Artenvielfalt und Nachhaltigkeit funktionieren können. Das sind neue Wege, die wir gegangen sind vor einigen Jahren mit diesem Projekt. Wald nicht intensiv zu nutzen mit Holzeinschlag, sondern es extensiv zu bewirtschaften mit Tieren, die ja in deutschen Wäldern eigentlich nicht vorkommen. Und durch die Beweidung mit den Ponys und mit den schottischen Rindern gelingt es uns, mehr Licht wieder an den Boden zu bringen, mehr Wärme an den Boden zu bringen und dadurch mehr Arten hier wieder anzusiedeln oder Arten, die im Rückgang befindlich waren, wieder auf eine vernünftige Population zurückzubringen. Das war schon eine mutige Entscheidung, aber es war eine gute und es war eine richtige Entscheidung, weil wir jetzt schon nach wenigen Jahren sehen, wie sich hier die Artenvielfalt entwickelt, nämlich überaus positiv. Jeder übrigens kann diesen Hotspot der Biodiversität besuchen. Ein gelungenes Beispiel für Artenschutz im Lipperland. Und davon gibt es viele weitere, mehr dazu in Kürze. Und damit keiner sagen kann, bei der Lippe-Story, da lernt man nichts, erklären wir ab sofort auch in jeder Folge ein typisch lippisches Wort. Was zum Beispiel bedeutet der Begriff Ausklamüsern? Ausklamüsern ist, finde ich, ein Wort, das man lautmalerisch auch verstehen kann. Also wirklich etwas von links nach rechts drehen und einen Plan entwickeln daraus. Ganz detailliert. Das meint ausklamüsern. Ich sag's ja, wieder was dazugelernt. Unser Plan, wir kommen ganz schnell wieder mit der Lippe-Story.